Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich präsentiere dir heute Black Mamba aus dem Steam Workshop. Downloading findest du natürlich in meiner Videobeschreibung. Erstellt wird das Ganze von Planco Strills, hat aktuell 4 Sterne von 31 Bewertern und wurde am 2. Juni 2018 hochgeladen. So, ich habe ja schon mal eine Recreation von der Black Mamba gezeigt. Und damals war die nicht so ganz toll. Da fehlten einige Sachen. Da war zum Beispiel der Wartebereich war nicht super ausgebaut und so weiter und so fort. Und hierbei handelt es sich nicht um einen Bauplan, sondern um einen ganzen Park. Das heißt, diese ganze Achterbahn, diese ganze Kreation wurde als Park gespeichert für die Neulinge. Das heißt, Wege und Terraforming wird mitgespeichert. Finde ich schon mal sensationell. Uhrzeit ist eingestellt. Jawohl. Und man fängt natürlich am besten in Hosentaschehöhe an mit einem Let's Play. Natürlich. So, Black Mamba aus dem Phantasialand ist der ein oder andere bestimmt schon gefahren. Eine sensationell geile Bahn aus dem Hause B&M, eine Schweizer Firma. Und hat damals, soviel ich noch weiß, 11 Millionen Euro gekostet plus 11 Millionen Thematisierung für den ganzen afrikanischen Themenbereich. Ist ein Batzen Geld, wenn du bedenkst, dass das 2006 eröffnet wurde. Also vor 12 Jahren bin ich alt. So, auf jeden Fall, also vor 12 Jahren war ich 6 Jahre alt. So, ich drücke einfach mal auf Play, damit sich hier einiges bewegt. Und wir sehen zum Beispiel, wie die Achterbahn hier schon vorbeirauschte. Dann die gute Dame auf uns zuläuft und so weiter und so fort. Da fährt die Achterbahn nochmal. Die ist sehr, sehr geil zu fahren. Wenn du im Phantasialand bist, musst du die unbedingt einmal fahren. Ich finde die hammermäßig. Vor allem, die fährt butterweich. Die fährt butterweich und die nimmt dich mit auf eine Fahrt. Die sucht seinesgleichen, weil du hast einfach so ein unheimliches Geschwindigkeitsgefühl, weil du an Felsen vorbei rauschst, du fährst an Büschen vorbei, du kommst dem Boden sehr nah. Die ist auch nicht sehr hoch, finde ich. Also die ist relativ niedrig, aber die lässt sich sehr geil fahren. Also wenn du einmal da bist, wirklich teste sie, wenn du Achterbahnen magst. So, dann gucken wir uns einmal das ganze Gebiet an und es sieht sehr, sehr geil aus. Wir haben hier zum Beispiel das afrikanische Hotel, die ganze Hotelkette sogar. Dann haben wir hier natürlich die Black Mamba, die sich dann durch den ganzen afrikanischen Themenbereich schlängelt. Geiles Wortspiel zum Black Mamba. So, und auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wie die sich gleich fahren wird. Allerdings vermisse ich hier etwas, was ganz unwichtig ist, und zwar das Lifthill-Gebäude. Das Lifthill-Gebäude vermisse ich tatsächlich, weil du wirst, warte mal, wo bin ich denn hier? Warte mal, da ist das Lifthill-Gebäude. Alles klar, hat nur einen anderen Farbton irgendwie, weil im Phantasialand ist das mehr so beigefarbig, also ein dunkleres Beige, so wie die Steine ungefähr. Also du kannst eher dieses Gebäude in diese Steinfarbe umändern, aber sind nur Kleinigkeiten, ne? Hier gucken dann zum Beispiel auch so Holzstäbchen raus, die dann von Eislöffeln da reingesteckt wurden. So, dann haben wir hier jede Menge Lianen. Und es sieht einfach sehr, sehr gut aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, beim Ausgang der Black Mamba, warte mal, ich suche jetzt gerade den Ausgang der Black Mamba. Warte mal, wo ist die denn hier? So, hier, genau, hier ist der Eingang, hier ist der Ausgang. So, und hier kannst du sehr gut essen. Du musst da unbedingt mal essen, Nudeln mit Hühnchen. Sensationell, wirklich sensationell und immer super freundlich, ganz ehrlich, musst du mal gemacht haben. Da kommst du dann raus, wenn du die Black Mamba gefahren bist. Sehr geil, das finde ich alles wieder. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal kurz durch den afrikanischen Themenbereich und dann fahren wir mit der schwarzen Göttin, so nennen wir sie jetzt. So, dann haben wir hier die Brücke, ne, wo du dann so ein bisschen auf den afrikanischen Themenbereich runtergucken kannst, wo dann die ganze Natur ist, wo dann die Black Mamba fährt. Da fährt die Black Mamba beispielsweise. Was ich wohl ein bisschen vermisse, ist, hier sind normalerweise Dekorationselemente. Ich glaube sogar irgendwelche Geweihe oder sonst irgendwas hängen da normalerweise. Finde ich ein bisschen schade. Das vermisse ich jetzt gerade. Das gibt natürlich 2 Punkte Abzug. So, hier ist ein Wartebereich, der steht hier und also du musst immer gucken. Hier ist auch der Eingang und normal. Oh, da fehlt was und zwar der Testseat. Ne, du kannst dich da reinsetzen und testen, ob der Sitz was für dich ist oder nicht. Ob du da drin bequem sitzt oder eher sagst, nee, lass mal lieber. Der steht hier. Ne, den kannst du hier testen und dann gehst du nämlich hier rum und das schauen wir uns gleich mal an. Wir gucken aber uns noch so ein bisschen hier um. Man erkennt auf jeden Fall einen afrikanischen Stil und das hier finde ich sehr geil, dass man hier unter den Looping läuft, aber Moment, soweit ich mich noch erinnere, ist der Looping weiter hier. Soweit ich weiß, weil normalerweise guckst du,
nämlich so auf den Looping. Du läufst keine Linkskurve. Es kann natürlich sein, dass ich mich jetzt vertue. Ist schon ein bisschen her, als ich die letzte Mal gefahren bin. Aber normalerweise ist die doch hier, der Looping, oder? Sehe ich das jetzt falsch? First Drop? Nee, ich bin falsch. Alles klar. Der First Drop geht hier runter, genau. Und dann geht er in den Looping rein. Rupp, und dann fährst du hier einmal durch die ganze Area. Okay, alles klar. So, ich war falsch. Entschuldigung. So, dann gehen wir weiter. Da ist das Holztor, was ein bisschen ausgedehnt wurde. Was jetzt, denke ich mal, wegen Planet Coaster so ist. Normalerweise ist das einfach nur, mit Anführungsstriche, ein Riesentor, wo du dann durchläufst. Und dann kannst du hier zum Beispiel Richtung Michael Jacksons... Oh, wie hieß die denn nochmal? Michael Jacksons... Ich komme da sofort drauf. Warte, ich laufe jetzt mal ein bisschen weiter. Ich will jetzt nicht... So, und dann kannst du hier nämlich gucken. Und normalerweise, warte mal, du stehst dann hier und dann kannst du... Ja, genau. Hier siehst du die Runterfahrt. Okay, das kann man... Ist wirklich so. Das ist Tatsache so. Colorado Adventure. So hieß die Bahn. Richtig. Gut, dass ich da noch drauf gekommen bin. Sonst hätte ich hier wieder Hass in den Kommentaren gehabt. Hass. So. Hier läufst du dann über eine Brücke und hier kommst du dann Richtung Berlin. Genau, hier kommst du Richtung Berlin, hier ist die Kurve, alles klar. So, oder eher gesagt, Berlin ist eine Toilette in dem Fall. Okay, alles klar. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil aus. Auch wenn du hier auf die Black Mamba guckst, sieht schon detailgetreu aus. Dann wollen wir mal gucken, wie die jetzt so fährt. Wir gehen natürlich in den Anstehbereich, stellen uns mit an und dann können wir einmal fahren. So, wir sind natürlich alle hier wegen der Black Mamba, wegen nichts anderes im Phantasialand. Hallo! Ist heute viel los? Ja, ich denke, ne? Ich denke. Okay, alles klar. Ich gehe mal rein. So, und dann, wir haben jetzt den Flying Pass. Das heißt, wir dürfen über die Leute drüber fliegen. Und genau, hier läuft es dann so rum. Und dann hast du hier so ein paar Netze, dass ja keine Gegenstände von den Besuchern, die dann irgendwelche Portemonnaies oder Schlüssel oder sonst irgendwas, sollst du natürlich nicht mitnehmen. Manche nehmen es leider mit und dann fällt das runter und dass das ja nicht auf die Leute drauf fällt. Und übrigens, wenn du hier bist, ne, wenn du hier bist, hörst du auch ein Löwengebrüll. Ein nettes Gimmick nebenbei oder Vogelgezwitscher, aber Elefanten hörst du jetzt? Weiß ich, Elefanten hörst du auch. Also auf jeden Fall hörst du da Löwengebrüll. So, das ist aber sehr, sehr knapp. Ne? Normal muss hier ein Schild hin. Achtung, knapp. So, dann gehst du hier rum. Und hier sind normalerweise auch Wandmalereien. Ne? Die vermisse ich jetzt gerade auch so ein bisschen. Normalerweise sind hier Wandmalereien. Ja gut, okay. Das könnte man mit Kunstformen beispielsweise machen. Ne? Dann laufen wir weiter. Okay, dann. Du läufst nämlich immer wieder neben der Black Mamba. Du läufst über die Black Mamba, unter der Black Mamba, auf der Black Mamba. Also du läufst eigentlich in dem Wartebereich in jeder erdenklichen Position an der Black Mamba vorbei. Oder drüber. So, dann müssen wir hier rum und hier ist normalerweise, ist hier nicht normalerweise ein Wasserfall? Warte mal, normalerweise ist hier ein Wasser, ja, hier ist schon der Anstehbereich, genau. Hier ist normalerweise ein Wasserfall, der ist wohl trockengelegt worden. Irgendwelche technischen Probleme bestimmt, hier ist normalerweise ein Wasserfall. Und dann gehen wir jetzt mal rein. So, das vermisse ich gerade auch ein bisschen, den Wasserfall, aber okay. So, und dann kommst du ins Dunkle, ne? Es ist relativ dunkel hier und dann siehst du hier so ein paar Schlangengerippe normalerweise. Hier sind jetzt Pfosten hingesetzt worden und dann geht immer das Licht an oder aus. Und die freut sich schon und fängt hier an zu twerken. Hast du gesehen? Ja, eiskalt. So, Front Row natürlich. Front Row. Ah, den Wartebereich vermisse ich auch irgendwie. Du hast hier nämlich normalerweise noch so einen Front Row-Eingang, wo dann steht, warte mal, hier fehlt auch ein Schiff. Hier ist doch normalerweise auch ein Schiff, oder? Ja, stimmt, hier ist ein Schiff, das fehlt. Das fehlt auch. Ist keine Recreation. Ne. So. Okay, Front Row ist dann hier. So, bei der Twerkerin hier. Bam, 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 da, 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 da. So. Jetzt müssen wir warten, bis die Black Mamba kommt, weil ich will jetzt nicht den ganzen Wartebereich hier schließen, weil die sonst... Der Techniker guckt kurz und geht wieder. Okay, alles klar. Weil das wird einfach zu lang dauern. Ich spule einfach mal ein bisschen vor. Ne? Ich spule jetzt mal ein bisschen vor, bis die Black Mamba kommt. Da ist er. So. Der Stil sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Ne? Jetzt warten wir, bis die ausgestiegen sind. Und dann steigen wir ein und fahren mit der schwarzen Göttin. So. Mach die Tore auf! Oh, ich stehe auf den... Okay. Mach die Tore auf!
open this gate, please. Moment. Front row, hallo. Jo, alles klar. So. Und dann ab dafür. Jetzt bin ich mal gespannt. Und dann kommt hier immer so voll die Musik. So. Okay. Weiß gar nicht mehr. Höchstgeschwindigkeit war normalerweise, ich glaube, 80 km/h. Kann das sein? Da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, das waren irgendwie 80 km/h im Real Life, ne? So, fahren wir jetzt los. Jetzt sag nicht. Ah, okay. Ich habe nur ein bisschen vorgespult. So. Dann fährst du hier. Genau, den Lifthill hoch. Das ist sehr gut nachgebaut. Bin mal gleich auf die. Ach so, wir fahren übrigens einmal im Hellen, einmal im Dunkeln, weil ich denke mal, die Nachtfahrt interessiert uns auch. Bin ich mal gespannt. Ich bin hier übrigens noch nie im Dunkeln gefahren. Nee. Nee, kam ich noch nicht in den Genuss. Ja. Kommt eine Schraube. So, dann kommt der Berg. Der Berg, Kommen da nicht normalerweise zwei Schrauben? Bin jetzt gerade überfragt. Dann fährst du an den Bäumen vorbei, genau. Und dann kannst du die Beine so schwingen lassen. Dann denkst du, du läufst an den Wänden entlang. Finde ich voll geil. So, und dann kriegst du voll die Gehkräfte, dann wirst du da reingepresst in den Sitz. Hier, bei dieser Kurve. Aber die sieht ein bisschen an. Das war aber knapp. Die sieht ein bisschen anders aus, ne? So, und dann hast du hier normalerweise Tore. Wo sind die Tore? Normalerweise hast du dann hier so einen Vorraum, wo dann die Tore sind. Und so, einmal aussteigen. Ich drücke jetzt mal auf Pause, ausnahmsweise, weil, ne, es fährt nur eine Bahn und dann müsste man wieder so lange warten. Und ich schalte jetzt einfach meinen Nachtmodus. Aber das sind normalerweise Tore, die sich dann öffnen. 22 Uhr, Nachtmodus, so. Für die Statistik, Freunde, können wir natürlich auch noch gerne nachgucken. Spaß 4,40, Nervenkitzel 2,65, Übelkeit 0,77. Eine Fahrdauer von 93,9 Sekunden, Streckenlänge 885 Meter, Maximalgeschwindigkeit 81 km/h, dann lag ich ja gar nicht falsch mit den 80 km/h. Ich glaube, das ist sogar dann im Original nachempfunden. Durchschnittsgeschwindigkeit 34 km/h ist ordentlich und tiefster Fall 24 Meter, den Rest kannst du, wenn du möchtest, gerne auf Pause machen, dann kannst du dir das einmal alle durchlesen. So, dann gucken wir einmal uns das ganze Gebiet hier im Dunkeln an. Sieht sehr gut aus. Ich habe die wirklich, ehrlich gesagt, noch nie im Dunkeln gesehen. Da muss ich jetzt einfach so sagen, wie ich jetzt hier sehe. Und das sieht einfach gut aus. Sieht ordentlich aus, ne? Und ich würde sagen, wir testen die jetzt nochmal. So, und dann steigen wir jetzt ein. Oh, geil. Sieht ein bisschen aus wie. Mach das hier zu. Ne? Das ist der. Die Halterung. Der Sicherheitsbügel. Der hängt mir jetzt gerade vor meinem Visier. Mach den zu. So, ist zu. Das sieht so ein bisschen aus wie Chiapas gerade, ne? So ein bisschen sieht das hier aus wie Chiapas. Ich will nur noch, dass die Skelettköpfe da anfangen zu singen. Klar. Fehl. Irgendwie. Ist das in der Black Mamba genauso mit der Beleuchtung? Abends? Ich weiß, dass hier grün drin ist. Ne? Normalerweise ist in der Station eine grüne Beleuchtung. Das wurde auch irgendwie vergessen. Okay. Der Streckenverlauf sah gut aus, aber da fehlten mir irgendwie ein paar Elemente. Zum Beispiel in dieser einen schnellen Kurve, wo ich gesagt habe, da kriegst du unheimlich viele G-Kräfte drauf. Ungefähr 10G, ne? Ich will nicht übertreiben, aber locker 10G. Und auf jeden Fall, da fehlen mir die Steine. Ne? Du fährst da ganz dicht an Steinen vorbei. Und das fehlt mir. Und dann die eine Kurve fehlt mir Holz. Fehlt mir so. Hier, die Totenköpfe sehen wieder gut aus. Hängen hier nicht auch so normalerweise Lampions runter? Also so irgendwelche Skelette oder was weiß ich? Seile? Der Looping ist original. Schraube auf. Das sieht auch cool aus.
Also ich glaube, streckentechnisch macht die nicht viel falsch, die Bahn. Aber mir fehlt irgendwie... Mir fehlen irgendwie so diese Elemente, die die Black Mamba ausmachen. Ne, dass du ganz dicht an Steinen vorbeifährst, wirklich ganz dicht an Holz. Ja gut, da kommt Holz sehr dicht auf dich zu. So, und dann hast du hier einen ellenlangen Tunnel. Ja. Irgendwie fehlt mir da auch ein Tor. Okay. Also, die macht nicht viel falsch, aber die macht auch ein bisschen was falsch. Weil mir fehlen da echt so ein paar Sachen, wie beispielsweise, das wäre kein großer Akt gewesen, die Station in grün zu beleuchten. Ne? Beispielsweise, das wäre jetzt kein großer Akt gewesen. Dass die Warteschlange hier vorbeigeführt wird, finde ich sensationell. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was gucken. Moment. Hier ist nämlich irgendwo Stufen. Ja, die wurden sogar nachgebaut. Sehr gut. Okay, das wollte ich jetzt nochmal nachgucken. Also im Großen und Ganzen ist die Bahn gut. Ne? Nicht sehr gut, weil mir fehlen echt so ein paar Elemente, muss ich ganz ehrlich sagen, die Black Mamba einfach ausmachen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, die macht auch vieles richtig. Aber ist das eine Recreation? Ja, man erkennt auf jeden Fall was. Oder man erkennt auf jeden Fall die Black Mamba. Aber das hier zum Beispiel, also du kommst doch normalerweise schon schräg aus dem Turm hier raus. Oder sehe ich das falsch? Ich will mich da jetzt aber nicht festlegen, ne? Ich muss die noch einfach nochmal fahren. Auf jeden Fall, ich gebe dieser Bahn, mir fehlt da echt was. Also, es ist Nachbau, ja, aber nicht hundertprozentig. Ich glaube, so kann man das am besten ausdrücken. So ist das gerechtfertigt. Weil es ist eine sehr gute Bahn, gar keine Frage. Die macht auch Spaß. Aber mir fehlen so die Black Mamba-typischen Sachen, Elemente. Und ich gebe der Bahn 4 Sterne. Ja, 4 Sterne. Kann natürlich auch sein, dass ich komplett falsch liege. Dann kannst du mir das gerne in Kommentare schreiben und oder hier oben auf dem i klicken. Da kannst du meine Bewertung zustimmen oder ablehnen. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.